Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Assassin's Creed Valhalla. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön für euer Feedback, für euren Support auf dieses Projekt hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir haben jetzt den, ja, da ist noch einer. Wollte gerade sagen. So, wir haben jetzt den Punkt hier eingenommen und können jetzt, Alter, hier sind so viele Leute. Was ist das hier für einer? Ja, bevor wir jetzt hier weitermachen, mit Königsmache gleich. Ihr könnt gerne mal einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten und checkt gerne das Gewinnspiel bei meinem Partner Instagram an. Alles in der Videobeschreibung verlinkt. Reda sagt, man kann dir vertrauen. Ich habe hier Arbeit für dich. Ja. Reda will, dass der Letzte, den wir entsandt haben, kann nie zurück. Ja, 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 wir haben es verstanden. Danke. Oh, sorry. Mehrere Quests angenommen. Okay. So, lass mich ganz kurz zum Händler gehen. Ach, guck mal hier. Hier ist nämlich auch noch eine Kiste. Die wir auch nochmal schnell mitnehmen hier. Rein mit dir. Kiste plündern. Ein Silber, aber Vorräte 100. Das ist ganz gut. Wo ist denn jetzt der Händler? Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Kohle hier. Was ist los? Hat meine Penisspitze rausgehört? Nein, Spaß. Was ist denn passiert? Ich habe gar nicht verstanden. Jetzt schnell ablenken. So, haben wir denn was zu verkaufen überhaupt? Plunder. Ah, schön. Danach habe ich gesucht. Wow. Gehst du schon? Ja, ich gehe schon. Ich hoffe, wir sehen. Schnauze. Obwohl. Scheiß drauf. Man eigentlich immer. Ich hole mir davon jetzt noch kurz Eisenerz und hoffe, dass ich jetzt genug habe. Das kannst du. Bis zum nächsten. Und meinen Medizinbeutel aufzuwerten. Schnauze. Reicht es? Oder habe ich irgendwas ausgegeben? Hä? Ach, scheiße, ja. Natürlich, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was ausgegeben. Egal, scheiß auf. Egal. So krass wie ich spiele, brauche ich sowieso nicht die Medizin, weil ich gar nicht verrenkt tue. Machen wir weiter. Was geht hier vor? Bist du Finn? Nein, es sei denn, Halfdan schickt dich. Ich habe mich selbst geschickt und will Finn sprechen, den Statthalter, der bemüht sein sollte, einen König auf diesen Thron zu setzen. Dann hast du Glück, denn ich habe den Mann bereits gefunden. Ich warte nur auf seine Vermählung. Welcher Mann? Weißt du, Fremder? Du hast mich aus einem wunderschönen Traum gerissen. Ich segelte durch Helheim auf einem Feuerschiff. Ein Traum vom Tod kündigt meist an, was bevorsteht. Oh, welche Last das von meinen Schultern nehme. Was kümmert dich so ein Hinterwäldlerkönig überhaupt? Dänen aus dieser Gegend griffen meinen Clan an. Ich will wissen, wie und warum. Und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Ah, das war bestimmt Rüds Clan. Die brachten auch den letzten König um, den ich auftreiben konnte. Ethelstan. Und unserem nächsten Herrscher droht sicher dasselbe Schicksal. Ein Däne, der die Dänen nicht unter Kontrolle hat. Ein schöner Statthalter bist du. Wenn ich wüsste, wie, hätte ich unsere Lande schon längst von ihnen befreit. Rüds Clan setzt uns allen zu. Egal, ob Dänen oder Sachsen. Du bist der erbärmlichste Soldat, den ich in diesem Land getroffen habe. Tritt deinem König in den Arsch und wehr dich! Einen Tritt hätte er mehr als verdient. Er hat nichts von dem, was er für einen Sieg bräuchte. Kein Mut, kein Heer und keine Ausstrahlung. Wenn er noch einen Frühling erleben möchte, braucht er die Unterstützung der Familie seiner Braut, die er nicht hat. Sie hassen die Marde. Und wer ist diese Königsmarde? Ach, Oswald von Elmenham. Vor der Invasion war er König Edmunds Berater. Und ob es uns gefällt oder nicht, er ist der letzte sächsische Edeling mit etwas Einfluss. Warum könntest du nicht einen Dänen stattdessen? Jarl Halfdan hat eines klar gemacht. Er will einen sächsischen König, der mit einer Dänin vermählt ist, als Zeichen der Einheit. Leider ist Oswald niemand, den man guten Gewissens in eine Schlacht schicken kann. Er ist weich und die dänischen Siedler trauen ihm nicht. Wo ist er jetzt?
Ich könnte ihn mir mal anschauen und sehen, was ich tun kann. Du hast ihn knapp verpasst. Er ist gerade auf dem Weg nach Elmenham, um wieder mal um Frieden zu betteln. Wenn du durch das Nordtor gehst und der Straße folgst, holst du ihn vielleicht noch ein. Die Geschichte von Tarn Oswald. Saga Isengler. Was bist du denn für einer? Gern ziehe ich mit dir über den Schwanenweg, Eivor. Meine Klinge ist immer bereit. Alter, mit Mundschutz hier sogar. Ach du Scheiße. Da ist man auch nirgends sicher vor der Scheiße. Ja. Leider können wir... Ich brauche Kohle, Alter. Ich muss jetzt... Ab jetzt wird gespart, Alter. Ab jetzt wird Kohle gespart. Kann ja nicht sein, ey. Kann ja nicht sein, dass ich nicht mal so ein übelstes Rap-Battle-Duell herausfordern kann, weil ich einmal nicht genug Kohle habe. Das Land, Freundin. Sag mal, hat sich der Mantel hinten verändert, seitdem wir unsere Kluft ein Level geupgradet haben beim Schmied? Ja, oder? Ist anders geworden, glaube ich. Oder? Wären die optisch anders? Wäre natürlich ganz... Wär echt ganz geil, ja. Ach, da drüben. Euer Volk hat das Land schon einmal verwüstet und nun tut ihr... Ich habe mir hier ein Heim aufgebaut. Rüds Clan hat auch uns angegriffen. Oh, wie schön, ein Heim sein eigen nennen zu können. Meines wurde vor Jahren niedergebrannt. Von wem nur, frage ich dich? Bitte, ihr alle. Ob Däne oder Sachse, wir alle wollen denselben Frieden. Einen Acker zum Bestellen und ein trautes Heim ohne Angst vor Rüds Angriffen. Bis sie den Frieden brechen und wieder über uns herfallen. Unfug. Das ist jetzt ihre Heimat. Genau wie unsere. Unsere Zukunft ist eine gemeinsame. Versteht das? Und was ist mit den Dänen, die uns angreifen? Was willst du gegen die unternehmen? Wenn ich König bin... Wenn ich euer König bin, werde ich das in Ordnung bringen. Bevor du König wirst, bin ich ein fliegender Troll. Das hast du gut gehandhabt. Zwistigkeiten zwischen Sachsen und Dänen enden meist nicht so harmonisch. Das nennst du harmonisch? Ein Streit wurde ohne Blutvergießen beendet. Harmonischer wird's nicht. Das sind ja Aussichten. Ich bin Eivor vom Rabenclan. Bist du Oswald? Du willst ihn aber nicht töten, oder? Es ist nicht meine Art, Könige zu töten. Aber ich lerne sie gerne kennen. Ich bin Oswald, ja. Solange ich mich halten kann. Also, was ist hier geschehen, Oswald? Ein Clan, geführt von dem Dänen Rüd, griff heute Morgen an. Sie überfallen schon seit längerem Gehöfte und Dörfer in Istengla und sie werden mit jedem Tag dreister. Wissen Sie, dass hier Halfdans Land ist? Bestimmt, aber es ist ihnen egal. Auch mein Zuhause wurde von ihnen ins Unheil gestürzt. Ich will dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe kürzlich erfahren, dass du der Haken bist, an dem alle Hoffnung hängt. Als König könntest du alle Sachsen und friedlichen Dänen vereinen. Die Bürde ist kaum der Rede wert, nicht wahr? Wer sollte sie tragen, wenn nicht ein König? Komm mit mir, Eivor. Wir können meine unsichere Zukunft unterwegs besprechen. Sag mir, was willst du in Elmenham? Meine Hochzeit vorbereiten. Ganz Elmenham steht bereit. Ich werde die Dänin Valdis heiraten. Sie ist eine Base Halfdans. Gut. Eine passende Ehe kann ein starkes Bündnis schmieden. Worauf wartet ihr noch? Worauf? Mir fehlt die Erlaubnis Valdis zur Ehelichen. Ihre Brüder heißen mich nicht gut. Und wieder verbuggt, und wieder verbuggt. Warte, ich helfe dir kurz. Aha. Ach Gott, ey, das ist... Egal. Nix Wildes. Alles gut, Marcel. Alles gut. Es häuft sich zwar immer mehr, aber gut. Oswald müsste aber derjenige sein, den ich in der Anzock-Session beschützt habe. Also es ist ganz schön krass gewesen, wo man... uns da im Juli rausgeschmissen hat im Spiel. Das war auf jeden Fall derjenige. Langsam. Wo man gar nicht verstanden hat, wer ist der überhaupt und so weiter. Ich wusste es ja gar nicht. Halt! Dort vorne ist er auch. Das ist Betelea. Womöglich. Diesen Wachen entgeht nichts. Sehr gut. Bogen ist eigentlich ziemlich stark mittlerweile, oder? Also. So. Da tanzen meine Innereien ein Freudesreiten.
Ja, tanzen da deine rein. Weg da. Ah, schön, ein Opal. Wir müssen mal wieder zu Reda gehen. Vielleicht hat er ja diesmal was im Angebot. Nicht wie beim letzten Mal, wo wir da waren, wo das auch wieder verbuggt war. Und er einfach gar nichts hatte. Hey, was geht ab, Jungs? So, kurz hier rein. Sehr gut. Kurz looten. Leder, auch nicht schlecht. Auch ganz gerne mit. Da ist noch einer. Ach komm. Mensch, sind wir mal einmal kurz ein Assassine hier, wa? Alter, ein Attentat. Das soll das letzte dieser feigen Schweine. Haben wir nicht mal mehr Schaden gemacht? Oswald wird sich freuen, das zu hören. War das nicht immer sonst 187 Schaden? Warum war das jetzt so wenig? Obwohl wir das gelevelt haben in der Zwischenzeit? Egal. Rüds Clan. Sie haben alle getötet. Mögen sie Frieden finden. Und ich muss nach Hause. Für einen weiteren fruchtlosen Versuch, die Sippschaft meiner Verlobten zu beeindrucken. Zeige mehr Biss als jetzt gerade und sie beginnen vielleicht dich zu mögen. Ja, verzeih. Ich bin nur entsetzt. Vielleicht besänftigt es sie, wenn du mit uns zu Abend isst. Denk darüber nach. Du bist mir immer willkommen. Das werde ich gern tun. Sag mir nur wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenham, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer, als ich dachte. Was redest du, Evo? Was ist denn los hier? Hier oben. Ist das hier? Töte das Ziel. Achso, ja. Ist hier? Töte die Raubtiere. Ja, müsste ich. Das sind so Sachen, die müsste ich eigentlich abseits von den Videos machen, aber ich finde einfach keine Zeit aktuell. Ich finde einfach keine Zeit, aber es wäre natürlich ganz cool, da das zu. Obwohl. Ich finde die Mechanik scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, das mit Reda und dem, oder was heißt scheiße? Scheiße auch nicht unbedingt. Aber das ist für mich eine Mechanik, die hat in so einem Spiel einfach nichts zu suchen. Das mit der Shop aktualisieren und dann machst du so eine Nebenmission, wo du ein paar Ziele tötest, damit du irgendwie zusammen grindest, dass du dir dann eine Waffe kaufen ein kannst. Florierendes Städtchen. Dieser Oswald hat sich gut eingesetzt. Das sind Mechaniken, die gehören in den Destiny 2 Division und so weiter. So Loot-Shooter-Sachen oder Looterei-Dinger, aber nicht in einem Assassin's Creed, Alter. Das hat hier nichts zu suchen. Das ist einfach nur eine Mechanik, um das immer und immer wieder am Laufen zu halten für Leute, die da Dauerbeschäftigung haben wollen. Aber ein Däne. Keine Ahnung. Dem kann man nicht trauen. Sei barmherzig. Ich bin davon nicht begeistert. Du musst mit dem. Okay. Keine Ahnung, ja. Die sollten solche Features meiner Meinung nach rausnehmen und sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Einfach ein geiles Spiel, was für sich steht, was abgeschlossen ist und dann kannst du überlegen, ey, was können wir noch machen mit DLCs und so weiter. Aber auch diese Politik. Ich meine, das Spiel ist nicht mal draußen, 2 Monate vor Release schon DLCs ankündigen und so. Das ist halt, das macht nicht nur Ubisoft, das machen so viele, aber finde ich nicht in Ordnung. Finde ich nicht in Ordnung, Alter. Das Spiel ist nicht mal draußen und die Leute reden schon von DLCs, die sie verkaufen wollen für extra dicke Kohle, ne? Oswald, wo ist dieses Festmahl, das du mir versprochen hast? Eivor, du bist gekommen. Das Mahl wird bald aufgetischt. Jedoch fürchte ich, du bist zu früh. Diese Versprochene, Oswald, wer ist sie? Liebst du sie oder geht es um Politik? Sie heißt Valdis. Und heutzutage heiraten die Menschen nicht aus Liebe, Eivor. Es handelt sich um eine Übereinkunft zugunsten Estenglas. Sie stammt aus einer dänischen Familie, deren militärische Macht nicht zu unterschätzen ist. Doch ihre Brüder verfolgen eigene Motive. Wieso siehst du dich nicht ein wenig um und kommst später wieder? Das Essen wird dich nicht enttäuschen. Achso, er wartet hier nur. Ich dachte, weil er jetzt da ist. Ja, dann lass mich doch meditieren, wie ich es wollte. Zählt das als Nacht? Ja, das zählt als Nacht. Okay, perfekt. Lords, Ladies.
Heute ist ein Tag des Friedens und der Brüderlichkeit. Ich rief euch nach Elmenham, um meine Dankbarkeit und meine Großzügigkeit zu zeigen. Finn, der Statthalter. Auf die Ehrengäste, Brodir und Broder. Und auf meine zukünftige Braut, Valdis. Du darfst unsere Schwester pflügen, weil Halfdan es so befiehlt. Aber uns beide nimmst du nicht mit ins Bett. Broder, das ist... Der letzte Sachsenkönig, den wir unterstützten, war nicht halb so weich wie du. Und wir haben 150 Mann verloren. Nur um seinen Arsch zu retten. Brodir. Wenn ihr so sein wollt, muss ich euch bitten zu gehen. In meinem Haus lasse ich mich nicht beleidigen. Bist du deswegen hier? Um diesen Tarn zu unterstützen, der nach Ziegenscheiße und Schafskötteln stinkt? Verzeih, hast du etwas gesagt? Langweilig dich, Wolfsmal. Ich bin zum Schutz meines Clans hier. Wenn ich dafür dem König helfen und seinen Thron sichern muss, dann ist es so. Es wäre sicherer, den Thron zu krönen. Der ist sehr viel weniger hölzern als der da. Wir wären sicherer, wenn ihr die Eier hättet, euch gegen Röds Clan zu wehren. Aber ihr zwei Hübschen habt gemeinsam nicht mal ein Ei. Hüte deine Zunge, Wolfsmal, sonst schneide ich sie dir aus dem Gesicht. Oh, so leicht verwundet von Worten. Stell dir vor, welchen Schaden meine Axt anrichten würde an deinem schlaffen Selbstbild. Mein schlaffes was? Bitte hört auf. Ganz recht. Das reicht! Jawohl, Eivor, geile Sau, ey. Giante und schlaff. Weich, schwach, zart. Das ist lächerlich, absurd. Bam, Junge. Lappen, ey. Geil, Eivor, gefällt mir. Allesamt, das war genug Spaß für heute. Wenn das alles ist, was ihr vermögt, wundert mich East Englers Zustand nicht. Du bist schwach, Schafhirte. Daran ändert auch dein nordischer Freund nichts. Ohne König geht es uns besser. Nun gut, das war's also. Ich gebe mich lieber meinen Träumen hin als einer Gasthausschlägerei. Was für eine Verschwendung von Zeit und Met. Diese Brüder unterstützen mich und meinen Anspruch nie. Der Tanz beginnt gerade erst, Oswald. Ruh dich aus. Du wirst deine Kräfte brauchen. Und wir sehen uns morgen früh? Ich schätze, wir haben viel zu besprechen. Ich finde schon einen Schlafplatz. Und Eivor, wenn du mir in dieser verfahrenen Lage helfen kannst, hast du einen starken Verbündeten in East Anglia. Das verspreche ich. Ja, ich will's hoffen, Oswald. Ich will's hoffen. Geile Aktion von Eivor auf jeden Fall. Geile Aktion. Anscheinend ist Oswald schon wach. Ich sollte mit ihm sprechen. Okay, schon wieder Level Up. Sehr gut. Level 95. 4 Punkte können wir ausgeben. Schleichern. Schleichern! Ausweichen. Machen wir das hier einfach mal voll, Alter. Nach und nach. Ich habe zwar keine Ahnung, wie riesig der Baum noch sein soll, aber ich glaube, hier nach oben geht's nicht mehr. Ich glaube, das sind die äußersten. Wahrscheinlich ist dann hier noch eins oder so. Naja. Räum das Langhaus auf und mach meine Brüder wach mit dem kältesten Wasser, das du findest. Eivor, schön, dich zu sehen. Du bist Oswalds mächtige zukünftige Braut, Valdis. Ich gehöre ihm aber nicht. Diese Hochzeit führt zu einem Bündnis. Mehr nicht. Außerdem weiß er kaum, ein Schwert zu führen oder mit Überzeugung zu sprechen. Oswald ist vieles. Aber ein geborener Anführer ist er nicht. Und dennoch, von allen, die ich hier traf, ist er der Einzige, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Geh nur deiner Wege. Du findest Oswald am Anleger. Es beruhigt ihn anscheinend, den Fluss zu beobachten. Okay. Was siehst du, alte Freundin? Der kleine Oswald.
haben wir denn hier? Hä? Was ist das hier schon wieder zum Beispiel? Was ist das hier schon wieder? Die Mission? Ah, wurde der verschleppt oder was? Ah, guten Morgen. Nee, da ist er doch. Hä, warum wurde das markiert? Ach egal, scheiß auf. Komische Markierung da vorne. Du schuftest wie ein Trell, doch vom Feiern verstehst du nichts. Schlechte Voraussetzung für einen König. Nein, wohl wahr. Ich finde Trost in handwerklichen Arbeiten. So etwas sollte man als König nicht zugeben, schätze ich. Die Brüder haben dich beim Abendessen beschämt. Es ist deine Pflicht, darauf zu reagieren. Belasse es nicht dabei. Ach, ein unbedeutender Wortwechsel mit Streithähnen. Eher antworte ich auf das Muhen einer Kuh als auf diese Beleidigungen. Ich habe eine Hochzeit zu planen und ein Königreich zu retten. Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Sie haben deine Gastfreundschaft missbraucht, Oswald. Wo ich herkomme, ist das unverzeihlich. Sieh an! Hier ist also der schlammverschmierte Sachse, der meine Geduld prüft. Ah, Statthalter Finn. Ja, beim Abendessen machte ich keine gute Figur. Doch sei unbesorgt, ich werde die Dänen schon noch überzeugen. Du beanspruchst den Thron, doch du erntest nur Hohn. Wär Lord Halfdan jetzt hier, hättest du längst deinen Lohn. Er rief, Finn, guter Mann, schick den Wurm in den Grund. Hier kommt Finn, unser Hund. Viel Gebell und Gejaul, doch er beißt nicht. Er hat keine Zähne im Maul. Was war denn das? Ein Spottstreit, Oswald. Ein Wortgefecht mit Reim und Versmaß. Versuche es selbst. Antworte ihm. Niemals führst du ein Heer, du alberner Wicht. Gut gebrüllt von dem Mann, der mit Worten nur ficht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Lach über seine Manneskraft. Ja, komm. Er markiert den starken Mann, doch tief im Inneren ist er ein ängstlicher Knabe. Wenn er angibt, greif seine Männlichkeit an. Ich ritt Stürme und Winde. Du würdest gleich fliehen. Doch der Wind, den du meinst... Weht dir zwischen den Knien. Weht dir zwischen den... Oh, du meinst Fürze. Er ist hässlich wie ein Reifriese. Wenn er angibt, macht dich über sein Aussehen lustig. Ich komme aus dem Norden. Der Schnee ist mein Vetter. Dein Gesicht kommt mir vor wie... Vermoderte Blätter. Oh ja, das ist sehr gut. Wie vermoderte Blätter. Er hat den Scharfsinn eines Moorhuhns. Beleidigt er dich, lass ihn dumm dastehen. Meine Axt wird dich spalten, Hund. Dein Weib wird nicht froh. Doch dein Hirn schwimmt in Met und dein... Kopf ist voll Stroh. Stroh? Kopf ist voll Stroh. Oswald, mein Junge, ohne deinen Raben bist du verloren. Er eignet sich nicht für den Thron. Viel zu weich und zu zahm. Mach dich über seine Mutter... Ach du Scheiße. Schlag zurück und werde persönlich. Greif seine Mutter an. Oswald, jetzt mach doch mal. Aus dem Mutterleib krochst du gar hässlich und lahm. Als sie dich endlich sah, fiel gleich um sie vor Scham. Der holt ja fast. Gut gesprochen. Bevor Schwerter klirren und Blut fließt, vernichten wir unsere Feinde mit wohlgezielten Worten. Du kannst mit Worten umgehen, das lasse ich dir. Doch wie lange wird diese silberne Zunge gegen eine eiserne Axt bestehen? Finden wir es heraus, Finn. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Das meinst du nicht ernst, Oswald. Ein Kampf, um einen Streit zu klären, nicht wahr? Ein Holmgang. Ein Kampf bis zum Tod, ja. Dann reden wir lieber. Zu spät. Die Herausforderung wurde ausgesprochen. Aber ein Kampf gegen Finn wäre kaum der Rede wert. Du kämpfst gegen mich. Moment, das ist... Allerdings will ich nicht dabei gesehen werden, wie ich einen Sachsen in Elmenham töte.
Es gibt ein hübsches Eiland, flussabwärts nahe Seeheng. Das Wasser wird das Blut fortspülen. Bereite das Feld vor und wir treffen dich dort. Ich hoffe, du bist bereit. Das muss ich wohl sein. Gib mir nur einen Moment, um mich zu sammeln. Lass uns nicht so lange warten. Das wäre eines Königs nicht würdig. Ach ja, Oswald. Scheiße gelaufen, ne? Hast du dein eigenes Grab geschaufelt? Ja, wird natürlich nicht passieren, dass du ihn umbringst, ja klar. Freunde, ich würde sagen, wir machen hier allerdings erstmal Schluss. Ist ganz gut, dass es jetzt geendet hat, erstmal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Lasst gerne Feedback da, wie euch das Ganze gefällt bis hierhin mit Oswald. Lasst gerne eine Bewertung auch da. Und ansonsten schaltet beim nächsten Mal ein. Lasst es euch gut gehen. Haut rein und tschüss.